Servus und willkommen bei Technics Guide. Heute habe ich für euch die Fritzbox 7590. Die würde ich gerne mit euch zusammen auspacken. Ich weiß, die Fritzbox ist jetzt nicht die allerneueste. Die ist jetzt schon gut und gern fast 3 Jahre auf dem Markt. Aber trotzdem, viele wissen nicht, was mit dabei ist. Und ja, sind neugierig. Und ja, viel mehr würde ich jetzt gar nicht sagen. Alles Weitere schauen wir uns dann beim Auspacken an. Viel Spaß! So, und da sind wir auch schon. Als allererstes hätte ich mal gesagt, wir schauen uns mal ein bisschen die Verpackung näher an. Es sind ja doch einige Informationen auf der Verpackung enthalten. Wie zum Beispiel, die Box ist für einen DSL-Anschluss bis zu 300 Megabit vorgesehen. Hat eine Telefonanlage mit drin. Ich kann Decktelefone mit verbinden, also per Funk das Ganze. Ich habe zum Beispiel ein sehr intelligentes WLAN, das für mehrere User gleichzeitig, also für mehrere Benutzer gleichzeitig, ein gutes, stabiles Netz bietet. Ich habe ein Gigabit LAN mit USB 3.0 Anschlüssen, 2 Stück. Und ich habe auch die Möglichkeit für später oder wenn gleich gewünscht, ein Smart Home aufzubauen. So, und dann schauen wir mal gleich mal auf der Rückseite. Da sind auch, wie gesagt, noch einige Informationen vorhanden. Das heißt, wir haben jetzt halt hier zum Beispiel die Möglichkeit, 2 analoge Telefone anzuschließen, ein ISDN-Telefonanlage anzuschließen. Dann haben wir 4 Gigabit Netzwerkanschlüsse, einen USB 3.0-Anschluss zu den beiden, also einer hinten, den anderen seitlich. Das schauen wir uns gleich, wenn wir sie auspacken, gleich näher an. So, ja, dann hätte ich jetzt nochmal gesagt, wir packen es jetzt auch mal gleich immer aus. Dann schauen wir doch gleich mal hier. Oh, sollten wir vielleicht richtig rum. So, was haben wir denn hier alles? Alles für das Heimnetz. Ja, ein bisschen Werbung, was die Firma AVM, also wo die Fritzbox herstellt, auch noch so im Programm hat. Das legen wir mal auf die Seite. Ja, anschließen im Internet. Und im Internet surfen, ja, eine riesen Anleitung. Was halt damit dabei ist, DSL-Kabel, DSL-Telefonkabel, Telefonadapter, Netzwerkkabel, Netzteil und natürlich die Fritzbox selber. Und dann hier halt wirklich so Schritt für Schritt für Schritt, wie schließe ich sie an? Ja, wie verbinde ich mein Telefon zum Beispiel? Jetzt, ja, das sind jetzt hier so die grundlegenden Tipps und Tricks, hätte ich jetzt fast einmal gesagt, dass ich die Fritzbox verbinde. Legen wir auch mal auf die Seite. Hier die Karte dann dementsprechend, wo ich dann sehe, dann mein WLAN-Passwort, mein Zugang zum WLAN für meine Fritzbox, was voreingestellt ist. Und hier haben wir auch schon gleich einmal die Fritzbox selber. Ja, schön eingepackt in blauer Folie, obwohl die Fritzbox eigentlich so weiß-rot ist. So, dann legen wir das gute Stück auch mal auf die Seite erst einmal. Schauen wir erst mal, was noch so mit dabei ist. Hier haben wir den Adapter von RJ11 auf TAE. Sehr gut, dass sowas dabei ist, weil viele haben noch einfach einen TAE-Stecker an ihrem Telefon dran. Hier haben wir das DSL-Kabel, das heißt,
Das hier kommt in die Telefonbuchse, was die meisten Leute noch wirklich daheim haben. Und das ist das Kabel, was dann dementsprechend in die Fritzbox kommt. Doch ein gutes Stück. Ja, da kommt man eigentlich ein ganz schönes Stück weit. So, das legen wir auch mal wieder auf die Seite. Dann schauen wir noch einmal, was wir noch so alles haben. Hier haben wir den nächsten Adapter von RJ11 oder RJ45. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen. Auf TAE das Ganze. So, dann schauen wir noch mal weiter. Das ist ja wie eine Überraschungsbox, wie an Weihnachten. Hier haben wir das Netzteil mit Stecker. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier 12 Volt mit 2,5 Ampere Ausgangsspannung bzw. Ausgangsstrom. So, also schön weiß, passend zur Fritzbox selber. Und dann schauen wir noch mal, was müsste jetzt eigentlich noch sich das Netzwerkkabel verstecken hier unten. Oh ja, da haben wir noch mehr. Was haben wir denn hier alles? Für die ISDN-Telefonanlage. Ja, wer noch eine ISDN-Telefonanlage hat, kann die hiermit auch verbinden. Und hier, wenn ich einen Splitter DSL, also noch einen alten DSL-Anschluss habe, weil heutzutage ist es ja in der Regel, wenn ich einen neuen Telefonanschluss bekomme, ob Telekom, ob Vodafone oder wie sie alle auch heißen, in der Regel in der Zwischenzeit Voice-over-IP-Anschlüsse sind. Das bedeutet, ich schließe eigentlich nur noch dieses Kabel hier an und habe dann mit meiner Fritzbox zusammen eine Telefonanlage. Wie ich die konfiguriere und so weiter und so fort, das zeige ich euch in einem extra Video. Also wie gesagt, dieses Kabel ist es eigentlich nur noch interessant für Leute, wo noch einen alten Telefonanschluss haben, was nicht mehr viel sein dürften. Und hier haben wir einfach noch mal so ein Stückchen Netzwerkkabel. Wenn ich sage, okay, zum Konfigurieren, zum Anschließen als erstes, ja, reicht es aus. Aber für mehr würde ich jetzt sagen, würde es schon etwas knapp. Da würde ich jetzt halt einfach sagen, kauft euch für 10 Euro im nächsten Markt einfach ein längeres Kabel, was ja für euren PC oder zu eurem PC hinreicht. Okay, schauen wir uns mal noch, jetzt werden wir das Ganze mal wieder einpacken kurz und dann schauen wir uns die Fritzbox mal genauer an. So, und alles schön auf die Seite. So, und dann haben wir hier doch mal die schöne Fritzbox. Und ich habe gesagt, die packen wir jetzt noch restlich aus. Die holen wir jetzt aus ihrer Folie raus. Und dann schauen wir uns die auch noch gleich etwas näher an. So, weg damit. So. Und jetzt kommt der schöne Teil. Jetzt ziehen wir da mal über die blaue, schöne blaue Folie ab. Ja, jetzt müssen wir schon mal einen Anfang finden hier. Ui, das war ein Stück. Ja. Mal weg hier. So, ich brauche ich nicht. So, und jetzt kommt das schöne Teil. Ich hoffe, man hat ein bisschen was gehört. Und hier noch. So, da haben wir das gute Stück. Als erstes einmal die Power DSL Anzeige, die leuchtet dann permanent, zum Beispiel wenn jetzt Strom bzw. dann DSL vorhanden ist. Dann habe ich hier die Anzeige und die Taste für das WLAN. Hiermit kann ich das WLAN ausschalten und habe hier auch nochmal meine Anzeige, ob WLAN eingeschaltet ist. Hier sehe ich, ob jetzt zum Beispiel jemand gerade telefoniert oder ob mein Deck eingeschaltet ist.
beziehungsweise connected. Hier habe ich die WPS connected Anzeige. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel ich diese WPS-Taste hier drücke und ich ein neues Gerät verbinden möchte, dann wird es mir hier angezeigt. Info, wenn jetzt halt hier Fernzugriff auf die Fritzbox ist, dass ich das auch hier alles sehe. So, was haben wir hier alles? Hier haben wir jetzt, oder beziehungsweise jetzt fangen wir erst einmal seitlich an. Hier haben wir noch einen TAE-Anschluss, was wie gesagt für die meisten Leute doch sehr interessant sein dürfte, da ja viele oder meines Wissens noch fast 90% aller Telefone mit diesem Stecker ausgestattet sein dürften. Also, wenn ich ein analoges Telefon habe, sowieso. Dann auf der anderen Seite habe ich noch einen USB 3.0 Anschluss, wie ich jetzt gerade vorhin schon erwähnt habe. Und jetzt kommen wir mal zur Rückseite, was hier der DSL-Anschluss wäre. Das heißt, hier kommt dieses Kabel rein, was, Moment, dieses hier, also wird hier eingesteckt. Dann habe ich hier noch zwei analoge Telefonanschlüsse. Hier meinen S0 Anschluss, also für meine ISDN-Anlage, für das mit dem anderen Gerät. Wann, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen externen Router noch hätte oder externes Gerät, jetzt zum Beispiel einen Glasfaseranschluss zum Beispiel, dann würde ich jetzt halt den hier nutzen. Hier habe ich meine 4 Gigabit-Anschlüsse zum Beispiel, meine Stromversorgung und einen weiteren USB 3.0 Port für USB-Sticks, USB-Festplatten, USB-Drucker, also Netzwerkdrucker in dem Fall. Alles, was in dem Bereich verwendet wird, kann man hier oder jetzt auch zum Beispiel hier anschließen. So, ach ja, hier habe ich noch zum Beispiel die Möglichkeit, auch noch das gute Stück an die Wand zu hängen. Ist jetzt interessant, wenn ich sage, okay, ich möchte es jetzt nicht irgendwo rumstehen haben, sondern ich möchte das gute Stück an die Wand hängen, wo es dann vielleicht im Büro, im Flur, im Wohnzimmer, wo es halt einfach nicht stört, dann kann ich es einfach dann einfach schön sauber an die Wand montieren. So, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und gebt mir einfach einen Daumen rauf, wenn es so ist. Wenn euch irgendwas interessieren würde vor dem Gerät, schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare. Bye bye. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da und wenn ihr von Technik Skyten nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch hier einfach den Kanal. Ciao!